Herzlich willkommen zu einem neuen Erklärvideo der Erich Kästner Grundschule Neu-Ulm. Heute lernen wir etwas über die Wortarten, genauer gesagt über die Nomen. Dazu reisen wir in ein fernes Land. Es ist das Land der Wortarten. Im Land der Wortarten herrschen Prinz und Prinzessin Nomen über alle Wörter. Weil sie so mächtig sind, schreibt man Nomen am Anfang immer groß. Und alle Wörter, die zu ihnen gehören, bei diesen schreibt man den ersten Buchstaben auch groß. Heute finden wir heraus, wer alles zu den Nomen gehört. Zu den Nomen gehören auf jeden Fall Menschen, Pflanzen, Tiere und Dinge. Außerdem kann ich sehr viele Nomen sehen, anfassen oder malen. Es gibt aber auch Nomen, da trifft das nicht zu. Dazu ein andermal mehr. Um herauszufinden, ob ein Wort zu den Nomen gehört, gibt es zwei gute, verlässliche Tests. Das ist der Begleitertest und der Mehrzahltest. Diese lernen wir heute kennen. Wir versuchen das mal mit dem Wort Baum. Ist Baum ein Nomen? Gehört Baum zu den Nomen? Ich überlege, ob Baum von einem Begleiter begleitet werden kann. Was ein Begleiter ist, das kannst du in einem anderen Erklärvideo zu den Artikeln lernen. Denn Begleiter heißen auch Artikel. Baum kann von dem Begleiter der begleitet werden. Der Baum. Also stimmt der Begleitertest und Baum ist ein Nomen. Ich schreibe den ersten Buchstaben groß. Blume. Ist Blume ein Nomen? Die Blume. Blume kann von dem Begleiter die begleitet werden. Also schreibe ich den ersten Buchstaben groß und Blume gehört zu den Nomen. Haus. Das Haus. Haus kann von einem Begleiter begleitet werden. Also schreibe ich den ersten Buchstaben groß und Haus gehört zu den Nomen. Jetzt weißt du, wie der Begleitertest funktioniert. Es gibt aber auch den Mehrzahltest oder Zaubertest. Dieser funktioniert so. Ene, mene, nominus. Aus der Baum werden die Bäume. Das heißt, ich mache aus einem Baum mehrere. Aus der Einzahl mache ich die Mehrzahl, bilde ich die Mehrzahl. Und das ist der Mehrzahltest. Wenn das funktioniert, dann ist Baum ein Nomen. Baum, die Bäume. Das funktioniert, also ist der Baum ein Nomen. Die Blume. Ene, mene, nominus. Aus die Blume werden die Blumen. Ich bilde wieder aus der Einzahl die Mehrzahl. Eine Blume, mehrere Blumen. Es funktioniert, also gehört Blume zu den Nomen. Und ich schreibe Blume am Anfang groß. Das Haus. Ene, mene, nominus. Aus das Haus werden die Häuser. Aus der Einzahl wird die Mehrzahl. Es funktioniert. Der Mehrzahltest stimmt. Haus ist ein Nomen. Ich schreibe den ersten Buchstaben groß. So, jetzt weißt du, woran du Nomen erkennen kannst. Du testest einfach, kann ich einen Begleiter vor das Nomen stellen und kann ich den Mehrzahltest anwenden. Wenn diese beiden Tests funktionieren, dann ist das Wort ein Nomen. Probier es gleich aus. Tschüss!